Willkommen zurück bei der Juggler's Tale. Wir haben uns in der letzten Folge von unseren Fäden befreit und sind aber immer noch auf der Flucht. Und der Erzähler tut sein Möglichstes, um uns den Garaus zu machen. Zu guter Letzt haben wir uns hier über diesen alten Strudel da gezogen, der einfach aufgehört hat. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das irgendwas mit unseren Handlungen hier zu tun hat. Also ob man irgendwie das beeinflussen kann, dass der Strudel aufhört zu strudeln. Ja, okay, da ist gerade das Fass reingekommen. Vielleicht kann man das tatsächlich so beeinflussen, dass man, wenn man da ein Fass reinschubst oder irgendetwas reinschubst, dann hört er kurz auf. Das wäre nämlich der Gedanke, den ich habe, dass man das Banditenschiff, was jetzt ja gleich kommt, den Schrecken am eigenen Leibe erfahren. Kann nicht entrinnen, wenn man das da im Strudel los wird, aber dafür müssen wir da halt unbeschadet drüber kommen. Sie windet sich vergebens wie der Wurm am Angelhaken. So, jetzt haben wir da ein Fass reingeschmissen. Jetzt müsste der einmal kurz aufhören. Genau, und jetzt schnell rüber. So. Jawohl, ja. Und jetzt, genau, geht der Strudel wieder los und die Banditen landen da drinnen. Das heißt, wir können uns eigentlich jetzt schon wieder auf den Weg machen, zurückzufahren, weil wenn er jetzt das Schiff hat, dann hört er ja gleich auf. Siehste? Nein. Und die Fäden gucken da noch raus. Nein. Großartig. Es ist nur ein kleines, erbärmliches Mädchen. Wie ihr verdammt geht. Der war erbärmlich. Nichts nutze. Weg mit euch. Ihr glaubt ihr immer noch an sie? An dieses kleine, einfältige Ding. Ha! Meine Welt hat mehr zu bieten als einen Orkan und ein paar Banditen. Das wirst du bald erfahren. Nur weiter. Immer weiter. Wir werden schon sehen, wie weit du noch kommst. Siehst du diese Ruinen? Still liegen sie brach. Ein altes Volk erlebte hier die größte Schmach. Noch lange vor deiner Zeit haben sie aufbegehrt. Unzufrieden kannten sie nicht ihren wahren Wert. Sie lehnten sich auf, frustriert von ihrem Platz in der Welt. Nun bleibt nichts als ihre Geschichte, die man sich erzählt. Naja, aber wenn man es geschafft hat, dass sich Geschichten über einen erzählt werden, dann hat man ja doch irgendwo was erreicht. Womöglich lieben hier die Marionetten, die sich befreit haben von dem gar grausigen Erzähler. Ein riesiges Schwert steckt im Fels, alt und weit berühmt. Doch ob es mir nicht einfach nur als Ablenkung dient? Tatsächlich, da unten liegt der Hund oder ein Wolf oder sowas. Den hätte ich jetzt tatsächlich übersehen, weil er schon auch mit den Sonnenstrahlen das, die Ablenkung auf das Schwert lenkt. Können wir diesen Hund irgendwie... Haben wir hier irgendwas zum Besänftigen oder sowas? Wir schauen mal, ob wir einen Ball oder sowas finden. Nee, hier ist nix. Wäre auch fast zu weit weg, um etwas zu finden, womit man interagieren muss. Ja, wir springen halt auch nicht so hoch, dass man irgendwie einfach über den rüber springen könnte. Er ist friedlich. Ein wundervolles Wiedersehen. Ein herzzerreißender Moment. Bloß schade, dass Tonda keinerlei Zweigkeit hat. Ach, ist das womöglich der Wolf, den wir befreit haben?
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Tonda euch erreicht. Seid doch so nett und macht es nicht schwieriger, als es sein muss. Haha, wie gefällt dir das? Schnell weg! Verfluchtes! Also wirklich! So, jetzt haben wir hier allerlei Hebel und ist das eine Sense? Abby! Abby, wie soll das weitergehen? So geht doch keine Geschichte! Eine echte Heldin würde sich nicht einfach verstecken. Also zugegebenermaßen. Macht das Sinn, dem die Fäden durchzuschneiden? Vielleicht ja schon. Was machst du denn so lange da drin? Also damit geht's hoch, damit geht's runter. Ich habe eine Idee. Wir tun das Ding mal hier wieder drauf, wo es ja auch gerade war. Ist womöglich doch eine gute Idee, dem die Fäden durchzuschneiden. Wieso kann ich denn das jetzt nicht greifen? Also ein bisschen weiter rüber. Denn es ist ja irgendwie unser Marionettenspieler, der uns an den Kragen will. Und wenn wir die Fäden durchschneiden, dann hat der Räubermeister Tonda ja vielleicht einen eigenen Willen, der nicht lautet, uns zur Strecke zu bringen. Halt! Nein! Tonda! Was hast du da getan? Was hast du getan? Das wirst du noch bereuen! Schluss jetzt mit dem Unsinn! Komm raus, du kleine Nervensäge! Jetzt hängt das Ding hier natürlich fest. Gleich einen Trick nochmal. Die Frage ist nur, ob ich das Teil jetzt unterm Schub da wieder rausbekomme. Schnell, schnell. Nicht so schnell. Oh. So, haben wir hier jetzt noch mal so ein Schneidegerät. Da können wir auch direkt wieder runter. Oh, nein, 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 nein. Ah. Bin ich an die gegenüberliegende Kante gesprungen. Das war ja gar nicht mein Ansinnen. Bist du das Versteckspiel nicht langsam leid?
Eigentlich nicht. Schau mal, okay. Ich kann auch ungerecht spielen. Ja, der kommt doch ziemlich weit rüber. Ne? Also man kann jetzt nicht... Also muss wahrscheinlich schnell sein. Müssen wir so ein bisschen jetzt zeig dich endlich. Katze und Maus spielen. Bist du jetzt unter die Holzfäller gegangen? Das wird dir auch nicht helfen. Abby, komm raus! Schluss mit dem feigen Versteckspiel! Also langsam muss der Baum doch mal aufgeben. Nein, 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 jawohl! Nein! Chrissy! Oder auch nicht. Ich komme noch nicht weiter. Verdammt. Welche Säge noch mal benutzen, um jetzt die Fäden irgendwie ein bisschen. Nee, hm. Vielleicht gucken wir jetzt hier oben noch mal um. Aber zu welchem Zweck sollten wir das tun? Weiter zurück können wir auch nicht. Also, dass man jetzt irgendwie die Sense noch mal holt. Ah, da ist doch ein Faden, den man greifen kann. Scher dich weg! Aber das ist ja schon mal gut, wenn wir ihm die... Weg von ihm, du! Weg! Die Füße schon mal haben. Du bist tot, tot, tot! Weg, bevor der Baum runterfällt. Er kriegt dich. Okay. Er kriegt dich. Jetzt ist es aus mit dir! Schnell, schnell! Verpasst. Mist. Na gut. Dramatisches Ende. Incoming. Du kannst dich nicht verstecken! Tonda lechzt nach Rache. Ich glaube, Tonda lechzt gar nicht so sehr nach Rache. Gleich spürst du Tondas vollen Zorn. Verdammt! Nein, bleib weg! Bleib weg! Wag es nicht, du... Nein! Schnell weg! Na, oh, verdammt! Ende gewinne ich immer. Okay. Die Idee ist schon mal nicht ganz verkehrt du gewesen, glaube ich. Du kannst dich Tondas Griff, ja, okay. Schließt dich so fest. Endlich gibt der Abby den Rest. Also direkt weg. Ich hatte gedacht, man könnte...
Komm mal schnell rüber. Du kannst dich nicht verstecken. Du kannst dich nicht verstecken. So sollten wir es schaffen. Nee, schaffen wir nicht. Verdammt. Du hast mich gezwungen? Aber wie soll man ihn denn sonst ablenken? Eine Sprinttaste gibt's ja nun mal nicht. Also höher können wir nicht, scheinbar. Du kannst dich nicht verstecken. Du kannst dich nicht verstecken. Tonda lechzt nach Rache. Das funktioniert nicht. Du hast mich gezwungen. Irgendwie müssen wir ja darüber kommen können. Du kannst dich nicht verstecken. Du kannst dich nicht verstecken! Wir über ihn rüberspringen, aber es... ist wahrscheinlich zu tief, Tonda, oder? Tonda lechzt nach Rache. Gleich spürst du Tondas vollen Zorn. Die Frage ist halt, kann er mich in den Sprung fangen? Ja, kann er. Hat er dich endlich gefasst? Kommt er schnell genug runter? Also wenn wir ihn oben anlocken und dann aus der Mitte rausspringen? Also hier anlocken. Du kannst dich nicht verstecken. Und dann hier rausspringen. Das Griff schließt sich so fest. Endlich gibt der Abby den Rest. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, alle Möglichkeiten ausprobiert. Ist hier noch irgendwas zum... Oh, können wir vielleicht diese Steine hier verwenden? Auf der anderen Seite gibt's auch keinen Ausweg. Du sitzt in der Falle. Toll! Du hast es auf die andere Seite geschafft. Doch überall blüht dir der Tod. Ich hab's nicht auf die andere Seite geschafft. Du kannst dich nicht verstecken. Du kannst dich nicht verstecken. Nein. Aha. Nein. Wir mussten also gar nicht rüber. Ich sag's dir. Nein. Nein. Wehe! Wehe! Ah! Tja, jetzt dürfte er uns theoretisch nicht mehr greifen können. Gott! Ich zerfetze dich! Komm her! Komm her! Kann sich ja eigentlich nicht mehr zerfetzen, weil er hat ja keine... Zermalmt! Nüstin! Höre! Zum Teufel mit dir! Du nichts! Du bist ganz... Runter! Runter! Aufhören! Ah! Ui! Nein. Ich fürchte, da haben wir jemanden wütend gemacht. Das kann nicht sein! Nein! Ja, jetzt liegt die Welt wirklich in Schutt und Asche. Keine Erzählerstimme mehr. Na gut.
Da sitzt die Abby auf ihrem Holz und denkt sich, Mensch, toll's. Ach, was soll's. Keine Ahnung. Bin nicht so gut im Reim. Das ist doch... Ist das nicht unser Dörfchen, wo wir hergekommen sind? Das ist der Zirkusdirektor. Oh Gott. Lebt ja noch. Okay, nichts passiert. Komm schon, Bär, du musst aufstehen, du musst mir helfen. Wie könnten wir ihn motivieren? So, wir befreien den Zirkusdirektor, der schließlich ja auch nur von unserem garstigen Geschichtenerzähler gesteuert wurde. Dann hilft der uns vielleicht. Na, der ist wohl dankbar. Hilft er mir jetzt? Ja. Vielleicht müssen wir noch mehr Leute holen. Ja, schau mal, da hängen doch noch ganz viele. Die sind sie schon los. Prima. Ja, das sollte ja wohl reichen. Kommt schon. Wir müssen Urs befreien.
Ja, wir haben es geschafft. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Aber sieht schon mal ganz gut aus, weil sonst hätten sie da unten ja schon einen Stopp eingerichtet, dass er in die andere Richtung geht. Rauf in die Freiheit! Gut, da hätte man jetzt vielleicht auch drüber klettern können. Ja, sehr cool. Ich muss doch sagen, sehr hübsches Spiel. Sehr charmanter Stil irgendwie. Applaus, Applaus. Ja, fantastisch. Cooler Stil auf jeden Fall und auch mal irgendwie ganz, ganz nett mit diesen Fäden, die man dann, die einem dann daran hindern, in irgendetwas reinzugehen. Das war sehr nett gelöst irgendwie. Und fand auch die Wendung ganz interessant, dass der Geschichtenerzähler der ja sonst eigentlich immer positiv ist oder auf Seiten des Protagonisten ist, dass der in diesem Fall ja tatsächlich das übergeordnete Böse war, irgendwie sozusagen. Ja, aber wir konnten uns von unseren Fäden befreien und haben dem Geschichtenerzähler das Handwerk gelegt. Sehr nett. Ja, hat mir gut gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn ich das nächste Spiel in Angriff nehme. Ein bisschen was ist ja noch auf meiner Liste. Und hoffe, dass ihr einen guten Start ins Jahr habt. Und ja, bis denn. Tschüss.